Willkommen zurück zu Chrono Trigger. Wir sind hier immer noch in der Tyrannenhöhle. In der neuzeitigen Tyrannenhöhle. Hier geht's raus, aber. Hä? Haha, habt ihr das auch gesehen? Ah Gott, wo müssen wir denn jetzt hier im Moment? Nee, bevor wir da lang gehen. Den hätten wir uns sparen können. Aber gut, Margus, du regelst das mal kurz hier mit deiner. Wo ist es? Nein, nicht. Ja, doch, Mettgüter, genau. Zack, zack und zack und weg. Gut, dann gucken wir mal gerade. Kraftpille, ja, sehr schön. Davon können wir immer noch welche gebrauchen, das ist gut. Das wäre soweit erledigt, dann gehen wir hier weiter. Und ich glaube, hier sind wir jetzt auch richtig. Und da hinten blinkt auch schon was. Oh je, oh je. Erstmal hier hin. Jo, ein Äther voll. Ja, egal. Hauptsache, die Kisten sind jetzt geplündert hier. Noch eine Kraftpille, sehr schön. So, da hinten ist noch eine Kiste gewesen. Hier müssen wir aber, glaube ich, hier hoch, weil sonst kommen wir da nicht lang. Und das sieht genau. Ja, komm. Schmeiß ihn. Ja, zwei. Oh, ich hätte heilen sollen. Oh mein Gott, das war keine gute Idee. Ich hätte heilen sollen. Frog, du übernimmst jetzt mal gerade ganz schnell. Man sollte die Viecher hier nicht unterschätzen. Und Gewichtsrang 2 macht bei denen recht wenig. Ich werde nochmal eine dunkle Bombe versuchen mit Margus. So, du haust das mal drauf. Und Frog heilt dann gleich nochmal. Ja, ja. Komm. So, eine dunkle Bombe. Du machst heilen. Ja, gut. Bringt jetzt auch nicht so viel mehr. Also, wenn ein Robo da mit seiner Waffe da drauf haut, dann ist das schon effektiver. Gut, das sieht jetzt von der Heilung aber auch viel besser aus. Ach ja, ja, na. Ja, komm, Dreck nochmal. Ach nee. Welcher Button jetzt der angeschlagen war, der da, ne? So, du heilst dringend heilen. Und du gehst auch auf den. Bloß hier keinen dummen Tod riskieren, das wäre ja echt unnötig. Weil dafür sind sie nicht stark genug. Hier können wir echt nur sterben an den beiden, wenn wir hier wirklich pennen. Und mit mir, mit wir meine ich mich, also wenn ich penne. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar, ich sollte die Klappe halten, Leute. Ist ja schlimmer als sonst. Und das will schon was heißen. Du heilst nochmal durch, ja, Magiepunkte gehen auch noch. Heilen ist, glaube ich, auch nicht ganz so teuer. 2-3 Punkte. Wenn ich mich da jetzt nicht komplett täusche. Na komm, vorne nochmal drauf hier. Das war es doch auch, genau. Sehr gut. Level für Frog und für Margus, sehr gut. Margus braucht eh noch einiges, denn für den vierten. Ah. Okay, dann machen wir das ganz anders. Du machst Gewitter 2. Frog halten nochmal eine Runde. Ja, ja, doch, kann ich schaden. Genau, die ersten beiden sind nämlich jetzt schon mal erledigt. Ach komm, du gehst nochmal drauf. Halt, wollte ich nicht. Und du hast doch hier, da reicht doch hier die normale Zunge auch aus, ne? Ja, ja, mach das einfach mal normal mit Zunge. Oh. Okay, ich dachte, der Zunge halten wir. Gut, ja, dann können wir auch normales Heilen machen. Ist ja dann wesentlich besser. So, Quatsch. Normaler Angriff. Ja, ach, das war schon. So, es gibt auch ordentlich Tech-Punkte. Das ist eigentlich auch eine gute Stelle, hier nochmal zu leveln. Ein Blaustein. Was ist denn ein Blaustein? Ein Blaustein.
den finde ich aber nicht hier. Ich habe hier nur eine blaue Weste, einen Blaustein. Möglich Triple Tech Omega Fackel. Aha. Hm. Cool. Okay. Klingt gar nicht mal schlecht. Ich muss aber mal ganz kurz. So, um auch nochmal sicher zu gehen. Ja, genau, das sieht mir nämlich bei Robo und bei Fokko schon ein bisschen zu knapp aus. Naja, ich weiß nicht, ob ich den anziehe mit den Triple Techs. Die sehen zwar mit Sicherheit geil aus, aber für alle drei hier extra das Zeugs verbraten, weiß ich nicht. Und das schaut mir irgendwie total sinnlos aus. Das sieht mir eher nach Rückweg aus. Da waren wir ja schon. Gehen wir einfach mal hier. Da ist eine Kiste. Die müssen wir natürlich vorher haben. Hier. Ah, da ist auch noch eine. War da irgendwas für dich dabei? Nee, ne? Verhindert Siegel. Ja, ich weiß immer noch nicht, was Siegel sind. Ja, genau, das war der Blaustein. Reflexring. Nee, aber wir haben doch gerade was anderes bekommen. Wir haben doch gerade was anderes bekommen. Ich glaube, das ist nichts für unsere... Oh, schön. Nochmal ein Upgrade. Ein Zeithut. Ein Ewighelm. Was konnte denn nochmal der Zeithut? Verhindert Stopp und Langsam. Ja... Halte ich auch lieber an. Okay, Rubinweste. Die hatte... Ah, es steht da so nie dran. Das finde ich ein bisschen doof. Rubinweste hat aber, ich meine, 50 Feuerresistenz. Die könnten wir für diesen Sonnensohn-Typen nochmal gebrauchen. Das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Und da könnte ich noch weitere besorgen, weil die konnte man ja in der Steinzeit farmen. Also wenn wir uns diese Zähne und so weiter besorgen. Ich glaube, das habe ich im letzten Teil auch schon erwähnt. Ich weiß es gerade nicht mehr. Habe schon wieder eine kleine Spielpause gemacht seitdem. Oh, hier sieht's richtig aus. Da folgt noch ein Dicker, genau. Man hört ihn schon. Zeig, was du kannst, Markus. Dann sind die beiden an der Seite wenigstens schon mal weg. Aha. Boah, das kann schon echt gut reinhauen. Also die Zauberattacken der Gegner, die sollte man echt nicht unterschätzen. So, war's das? Ja, das war's. Sehr gut. Verdammt, jetzt habe ich nicht gesehen, was Robo gelernt hat. Kleinen Augenblick. Vorher aber nochmal kurz heilen. So, das war unnötig. Egal. So, was hast du denn gelernt? Hast du die Sektorbombe gerade gelernt? Schick Gegner Schmelzstrahl, klingt gut. Schock kommt als nächstes. Boah, noch 937 Tech-Punkte. Maximiert Schock schadet allen Gegnern. Oder maximaler Schock wahrscheinlich. Naja, gut. So. Können wir hier noch irgendwie durch? Nee, ne? Hier ist auch kein Schalter. Nee. Gucken wir hier gerade nochmal. Klicken, klicken, klicken. Aber da ist nichts. Hm, da ist was. Aber ja, das habe ich ja gerade probiert und... Nee, hier geht's nicht. Da kommen wir wahrscheinlich von der anderen Seite aus hin. Oder kommen wir hier durch irgendwie? Ist hier ein... Ah, nee. Nee. Die Dinger fangen an zu nerven mit der Zeit. Geh du mal nochmal auf den Dicken hier drauf. Und der gute Robo kann uns mal kurz zeigen, was er denn noch Schönes hat. So. War das die? Gucken wir mal. Sektorbombe. Schickt Gegner Schmelzstrahl, aber kann ich gerade nicht. Haben wir den Uzi-Punch schon gesehen? Guck dir mal an. Oh, okay. Haut doch gut rein.
Magiewand gelernt von Magus. Magiewand ist natürlich auch wieder so eine richtig schicke Fähigkeit. Erhöht magische Verteidigung. Ja, ja, ja. Und noch 358, dann gibt es einen dunklen Nebel. Dunkler Nebel auf alle Gegner. Mhm. So, jetzt müssen wir leider nochmal eine Runde heilen. Und ich glaube, gleich müssten wir auch mal wieder bei einem Speicherpunkt vorbeikommen. Dann kann ich nämlich wieder eine Unterkunft einsetzen. Genau den noch. Wobei, naja, ich glaube, ich habe den Fehler gerade schon erkannt. Wie beim ersten Mal in der Tyrannenhöhle, wir würden den Schalter zuerst drücken, dann fallen die runter und dann ist das hier auch schon erledigt. Dann doch habe ich ein bisschen gepennt wieder. So, Gewitter. Und heilen. Okay, Gewitter ist nicht gut für die kleinen Viecher. Uzi-Punch hier auf den Dicken. Und der dürfte dann damit ja auch K.O. sein. Oh, noch nicht K.O. Na komm, dann machen wir erstmal den weg. Viel Schaden machen die Kleinen ja zum Glück nicht. Ist also nicht so schlimm, wenn die ein bisschen länger stehen. Gut, und dann den. Oh, schön. Komm, einmal Robo noch und dann war es das hoffentlich. Ja, wunderbar, sehr gut. Okay, jetzt machen wir trotzdem nur testweise, aber... Ja, genau, das hätte ich viel früher machen müssen. Ja, Blödsinn jetzt noch, aber egal. Wir gehen erstmal hier durch. Was ist denn, wenn wir... Nein, nicht. Nein, 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 nein. Ich hoffe mal, dass, wenn wir jetzt hier rechts lang gehen, dass wir... Ja, Gott, ich will die Gerde oben gehen. Dass wir hier hochkommen. Hm. Aha. Ja. Gut. Ja, kann... Oh mein Gott, wo sind wir überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Unterkunft. Ah, das ist wieder so dieses typische... Jetzt entgeht uns vielleicht ein Secret-Moment. Deswegen muss ich jetzt leider nochmal ganz kurz hier hingehen. Und nochmal gucken, was da oben ist, denn... Wenn es hier irgendetwas geben sollte und ich könnte schwören. Bingo. Eine Kraftpille. Denn jetzt sind wir nämlich auf der Seite hier und das passt wunderbar. Sehr schön. Das war jetzt nicht unbedingt so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es hat funktioniert. So, und da wir nochmal hier sind, speichern wir das Ganze glatt nochmal. So, hier lang. Und hier ist wieder... Die Dinger sind total uninteressant. Habt ihr das gehört? Oh, und habt ihr das gesehen? Das sieht nicht gut aus. Ja, ich werde mal ganz kurz die Gruppe ein bisschen... Ja, lassen wir Magus jetzt... Nee, erstmal hier. So, das sieht mir ein bisschen zu gefährlich aus. Wobei... Der braucht... Der hat die meisten Level und der braucht auch keine Tech-Punkte mehr, meine ich. Verdammt! Moment. Nach, falsche Taste. Ich guck grad nochmal. Weil die Bosse geben mir immer ordentlich Tech-Punkte. Und der braucht keine mehr. Heieieiei. Okay, ich werde jetzt hier einen kleinen Schnitt machen. Und danach werden wir uns mal um dieses Riesenviech da hinten kümmern. Bis dann!